Jetzt geht's. Hallo Maria, hier ist wieder der Toolweg. Heute mal mit dem Max und der zeigt dir jetzt seinen Salat, den er schon angepflanzt hat. Der ist noch gut eingepackt, weil es nachts immer noch gefriert. Genau, und wir hoffen, dass das große Salatköpfe werden. Darfst du auch mal was erzählen? Macht man es wieder zu, dass es nicht eingefriert. Es ist ein grüner Salat und es ist ein brauner Salat. Da sind noch Kohlrabi drin. Wo sind Kohlrabi? Die müssen wir sowieso aufmachen. Was da ist drin? Das ist schwierig mit dem Tisch. Wenn du es wieder aufmachen musst und zu machen musst, dann vergisst du es wieder. Da ist so ein Kohlrabi schon. Ganz kleine Pflanze. Genau, und jetzt zeigen wir da noch dem Max ein anderes Projekt. Der hat schon den Meterstab gezückt. Der baut nämlich ein Gartentor. Und jetzt da runter. Da unten ist auch schon die Hängematte aufgebaut, aber das ist fast noch ein bisschen kalt, wenn man drin liegt. Da muss man sich in eine Decke wickeln oder so. So, und da ist jetzt die große Gartentorbaustelle. So wird das einmal, wenn es da hin wird. Jetzt schraubt er das da fest. Das geht mir nicht so schnell. Jetzt muss ich mir zuerst einmal anzeichnen, wo ich schrauben muss. Okay, dann schauen wir mal, ob wir da so lang. So lang wird das nichts werden. Wir da so lang warten können. Ich glaube, da gehe ich jetzt mal noch mal schnell zum Johannes. Ja. Wie lange dauert das denn noch ungefähr? Es dauert schon eine Zeit. Dauert nur Zeit. Also dann dauert alles seine Zeit. Maria, dann gehen wir jetzt mal zum Johannes. Der sitzt nämlich da. Und der hat den ganzen Tag gearbeitet und der ist gerade recht müde. Der sitzt da und ich weiß nicht, ob er schläft. Johannes, schläfst du? Jetzt lacht er. Sag mal was. Es ist so warm. Ich bin so müde. Also ich glaube, den lassen wir weiter schlafen. Da habe ich auch schon entdeckt, da ist schon die erste gelbe, so ein Wandelröschen heißt das, glaube ich, oder vielleicht weißt du, wie das heißt. Das ist da aufgegangen. Da ist auch noch eins. Ah, jetzt schreit der Papa. Dann gehe ich jetzt noch mal zurück und dann können wir dem jetzt noch mal beim Schrauben zuschauen. Ja, jetzt hat er die Bohrmaschine. Jetzt wird da eine Latte angeschraubt. Perfekt, schaut fertig. Gut aus. Fertig, jetzt sagst du noch einen Gruß. Tschüss, Maria. Hallo, allerliebste Oma. Ganz liebe Grüße aus dem Wald. Ich bin hier ein bisschen an der Isar entlang geradelt und bin hier jetzt mit dem Radl unterwegs. Hier gibt es ganz wunderschöne Waldwege. Da vorne siehst du einen. Und ich melde mich dann gleich mal wieder, wenn wir an der Isar sind. Ich fahre jetzt bis Grünwald.
und auf der anderen Isar-Seite zurück. Ich schicke dir ein bisschen Sonne von hier. Ich hoffe, du hast einen guten Tag heute und es geht dir gut. Ich habe heute früh ein bisschen gearbeitet und jetzt am Nachmittag gehe ich ein bisschen raus. Ich hab dich lieb, liebe Oma. Hallo, liebe Oma. Jetzt bin ich hier an der Isar. Es fahren ein paar Radler. Aber ansonsten ist man hier schön in der Natur. Da ist ein Plätzchen ganz schön. Die Sonne scheint. Und die Isar ist ganz grün. Ein bisschen türkis. Und es blühen schon ein paar Leberblümchen auf den Seiten vom Weg. Schau mal, liebe Omi, jetzt zeige ich dir mal den Frühling hier an der Isar, wie es da schon sprießt und blüht. Lege ich mal mein Radl ab. So, schau mal, wie schön hier die Sonne hinkommt. Und jetzt zeige ich dir mal den Frühling. Also zum einen ganz wunderschön. Aber das sind gar nicht die Leberblümchen. Ich glaube, hier sind ein paar Kompostabfälle, weil sonst würden hier auch nicht wild, nämlich Narzissen wachsen. Ganz wunderschöne Narzissen. Osterglocken. Am Sonntag ist nämlich schon Palmsonntag. Und in einer Woche ist dann Ostern. Schau mal, wie schön. Und hier ist der ganze Boden voll mit so lila Blumen. Aber das sind keine Leberblümchen. An ein paar Leberblümchen bin ich schon vorbeigefahren. Aber die sind gerade noch zu, weil es jetzt auch echt so kalt war. Die sind noch gar nicht so geöffnet. Ich schau mal, was ich hier noch so entdecke. Das letzte Mal waren hier auch noch ein paar Maiglöckchen. Aber vielleicht sind ein paar Schneeglöckchen. Aber vielleicht sind die schon weg. So, das sind jetzt Leberblümchen. Da musst du mir jetzt helfen, ob du das weißt. Schau, und die sind nämlich alle so ein bisschen geschlossen, weil ich glaube, dass es zu kalt ist. Ganz wunderhübsche sind das. Und wenn sie ein bisschen offen sind, hier ist eine der Sonne zugewandt. Da sind sie so offen. Die haben nämlich ganz andere Blätter als die lilanen da drüben. Und haben auch so rundere Blüten. So, und da unten, jetzt schauen wir mal, ob du da durch die Bäume durchsiehst. Da ist die Isar. In der Mitte ist da nochmal ein Radweg. Und da ganz blau-türkis. Schau dir mal die Farbe an. Schön. Die Sonne scheint, man hört die Spechte ab und zu klopfen. Ah, und da vorne sehe ich ein paar, ich glaube, es sind Buschwindröschen. Muss ich mal schauen, wie ich da hinkomme. Das ist der Weg, den ich jetzt dann auch gleich wieder radel. Und da ist links und rechts sind immer schöne Blumen. Schau, die Buschwindröschen sind auch, oh, der ganze Hang ist voll. Ah, die sind auch geschlossen. Schau sie dir an. Und wenn die aufgehen, dann sind die auch ganz... Ah, da ist ein offenes. Sind das Buschwindröschen, Oma? Ich glaube schon. Und da ist ein Leberblümchen dazwischen. Schau mal, wie hübsch. Die würde ich dir gern bringen, aber jetzt bringe ich sie so durch den Fernseher. So, da siehst du das, wie viele Buschwindröschen hier blühen. Oh, wie hübsch. Das ist doch wunderschön. Schau mal da hoch.
Ist es nicht ein schönes, schönes Frühlingsbild? Die Vögel zwitschern. Fast keiner ist unterwegs. Da unten ist die blaue Isar. Und so ein schöner Waldweg. Jetzt ruft der Tobias an. Ich hab dich lieb. Bitte, Oma. So, liebste Oma. Jetzt lasse ich dich nochmal die Vögel zwitschern hören. Schau mal, ob du die auch so schön hören kannst bei dir. Ich hab dich so lieb, Oma. Ich schick dir ganz viel Frühling und ganz viel Frühlingskraft, ganz viel Wärme und ganz viel Sonne. Ich schick dir ganz viel Blumen und Farben und frische Luft und ganz viel Kraft. Ich hab dich lieb, Lieblings-Oma. So, ich nehme dich ein Stück mit auf meinem Weg hier. Er ist ganz weich und wunderbar, ganz flowig, sagen die Mountainbiker. Hörst du mein lautes Laufrad? Da erschrecke ich immer die Leid. Da komme ich wieder auf den großen Weg und da kommt man dann nämlich noch mal runter an die Isar. Da muss man ein Stück an der Straße fahren. Links, rechts kommt keiner. Kommen los. Da stehen nämlich ganz ein paar ganz, ganz coole Häuser. Schade, das letzte Mal haben hier schon voll die Kirschbäume geblüht. Oder zumindest so weiße Blüten. Und jetzt ist schon wieder alles ganz, 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 ganz kalt geworden. Es ist gar nichts mehr da. Ja, da ist ein süßes Häuslein und da oben stehen die fetten Villen von Zoll. Und da wächst ganz, 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 ganz viel Bärlauch. Aber ich habe letztens schon ein Bärlauchpesto gegessen. Da hat mir der Tobi, also die Mama vom Tobi, hat ein Bärlauchpesto gemacht. Und puh, das knofelt ganz schön. So, mein Weg geht jetzt da vorne links rein. Aber bevor ich da reingehe, möchte ich dir noch so schöne kleine lila und weiße Blümlein zeigen. Als ich hier letztens mit der Julia war, hat sie gemeint, dass das eine heimische Orchideenart ist. Und jetzt zeige ich die dir mal. Ich habe die nämlich auch noch gar nicht von nahem angeschaut. Ich dachte immer, das wäre eher so eine Brennnesselart. Schau mal, wie die aussehen. Die sind tatsächlich ein bisschen orchideenartig. Zwar ganz, ganz winzig klein, aber wunderschön. Schau mal. Das werde ich zu Hause mal nachschauen, was das für eine Blume ist. Die habe ich letztens auch schon mit Tobi im Olympiapark gesehen. Aber die haben auch so einen Kelch. Vielleicht ist es auch eine ganz, ganz simple, einfache Brennnesselart. Vielleicht weiß es die Bärni. Oh mein. Da sind nämlich die Hänge ganz, ganz voll damit. Siehst du das, wie hübsch?
Hörst die Glocken läuten. Es riecht schon ganz nach Frühling. Schau mal, liebe Oma, ich habe Schlüsselblumen gefunden. Oh, sind die nicht hübsch. So schön zartes Gelb. Und da vorne wachsen noch viel gelbere. Schauen wir mal, was das ist. Ich zeig dir mal diesen wunderschönen, geschwungenen Weg. Schauen wir mal, wie weit ich mit einer Hand am Lenker komme. Aber hier geht es überhaupt nicht bergab. Höchstens ein bisschen holprig. Schau, da fährt man unter Efeu durch. Ah, da vorne kommt dann so ein kleines, eine kleine Mauer, wo man drüber fahren muss. Da wird es jetzt holprig. So, Oma, jetzt nehme ich dich einfach mit auf diesen schönen, schönen Waldweg. Es holpert vielleicht manchmal ein bisschen, aber links und rechts blühen die Leberblümchen und die Buschwindröschen und es ist ein ganz ruhiger, schöner Waldweg. Oh, da manchmal müssen wir ein bisschen über Bäume heben. Da hat der Sturm nämlich ein bisschen gewütet. Na, dann heben wir einfach drüber. Und dann kann man wieder schön auf dem Waldweg weiterfahren. Nehme ich dich mit durch den schönen Frühlingswald. So. Da hat es schon ein paar Bäume rausgerissen, aber das hat sie einen regen Staub hinten auch. Schauen wir mal. Ob du da auch was siehst? Ja. Dann fahren wir hier durch den Wald. Ein ganz schöner, weicher Weg. Die Mama hätte dazu einen Lautlospfad gesagt. Sie hat nämlich auch immer ein Stück von ihrer Laufstrecke im Wald, war nämlich der Lautlosweg. So. Siehst du, wie schön die Sonne da reinschaut. Und links und rechts die Blümlein. Jetzt geht es natürlich ein bisschen schnell. Aber ich muss auch dann zurück, weil der Tobias nachher zu mir kommt und wir noch irgendwie was kochen zusammen. So. Ha, schau mal, da vorne ist der Baum durchtrennt. Können wir hier durchfahren. Da wurzelt es schon wieder. Fällt einem immer gar nicht auf, aber mit einer Hand habe ich tatsächlich gar nicht so gut den Lenker halten, wenn es bisschen wurzelt, also wenn es nur ein bisschen wurzelig ist. Aber jetzt habe ich dich ein Stück mitgenommen beim Radeln. Das ist mein Fahrrad. Und ich sitze nicht. Und jetzt radel ich zurück. Und dann melde ich mich vielleicht noch später mit einer Geschichte. Hallo liebe Oma. Jetzt bin ich an der Großhesseloher Brücke angekommen. Da über mir siehst du eine Eisenbahnbrücke. Da fährt oben die Eisenbahn und unten ist ein Fußgängersteg. Normalerweise fahre ich da auch noch drüber und fahre dann auf der anderen Seite nochmal zurück. Aber ich fahre jetzt mit dir in der Abendsonne an der Isar entlang und dann machen wir einen Isar-Radelspaziergang zusammen. Also jetzt hänge ich dich wieder vorne an meinen Lenker und hoffe, dass du da so gut siehst. Got it.
da drüben die Isar. Ah, jetzt bläst der Wind schon wieder so. Oh, 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 das wird schon wieder ganz laut am Mikro sein. Die haben den Weg neu mit Kies aufgeschüttet. Das ist richtig anstrengend zum Fahren. In der Isar tauchen, grunteln. Schalt dich aus. Fertig.